Jetzt Ärmel hochkrempeln und es geht los. Ich freue mich schon und das war eigentlich die perfekte Einleitung, weil immer wenn ich Leuten erzähle, dass ich solche Vorträge gebe oder auch Workshops zu diesem Thema, dann denken sie erstmal an Begriffe. Also sie denken dran, ich ratter so eine Liste von Begriffen runter und die kann man dann auswendig lernen und dann macht man alles perfekt. Das mache ich natürlich nicht, weil erstens, es geht nicht nur um Begriffe, sondern es geht um viel mehr. Es geht um Kontext, es geht um Euphemismen, um Verharmlosungen, um irgendwie das Stellen der richtigen Fragen und so weiter. Und das ist nur auf Sprachebene. Dann haben wir auch die Bildsprachebene, also auch die Bildsprache. Da werden ja auch ganz viele Inhalte vermittelt, die nicht so gut sein können. Dann haben wir natürlich auch den Ton, die Audioebene in manchen Medien. Und das alles kommt zusammen und all das ist ja immer noch nur der inhaltliche Teil. Und dann darauf kommen noch die ganzen Prozesse, Dynamiken, wer in den Redaktionen sitzt, wie sie zusammenarbeiten, wen sie für Interviews anfragen, wen sie als objektiv sehen und wen eher nicht und so weiter und so fort. Also das ist so ein riesiger, riesiger Themenkomplex. Und ich werde versuchen, ich habe mir so ein paar Stichworte hier aufgeschrieben, worüber ich reden möchte, was ich so am problematischsten finde. Und dann können wir gucken, vielleicht gibt es noch Sachen, die euch einfallen, die euch aufgefallen sind bei Medien, über die wir dann später noch extra reden können. Ich habe auch so eine kleine Checkliste von Fragen, die man sich stellen kann, wenn man einen Beitrag sieht oder einen Text liest, um zu erkennen, habe ich da was falsch gemacht oder haben die JournalistInnen da was falsch gemacht und so weiter. Also ja, so viel dazu, es gibt viel zu erzählen. Erstmal möchte ich so ein bisschen erklären, natürlich, es gibt JournalistInnen, die mega rassistisch sind. Es gibt in jeder Branche, in jedem Lebensbereich, überall gibt es rassistische Leute und sexistische und behindertenfeindliche und so weiter und so fort. Und das dürfen wir nicht unterschätzen. Aber sehr viel passiert auch unabsichtlich. Deshalb heißt mein Vortrag, Ups ist keine Ausrede. Weil ich möchte auch nicht so viel Zeit verlieren auf irgendwelche Leute von der Bild-Zeitung oder so, die wissen, was sie machen und die sich auch nicht belehren lassen wahrscheinlich. Sondern meine Arbeit zielt eher auf die Leute, die noch zu retten sind sozusagen. Und die da irgendwie vielleicht gute Absichten haben, aber halt nicht so nachgedacht haben oder bestimmte Sachen einfach nicht bemerkt haben, bevor sie das gemacht haben. Und das kann uns allen passieren, weil unsere Gehirne bekommen so viele Infos ständig. Wir werden quasi bombardiert mit Infos. Und dann muss jeder Kopf irgendwie so kognitive Abkürzungen machen und irgendwie, um das zu verarbeiten. Und deshalb entstehen so Assoziationsketten, von denen wir vielleicht manchmal gar nicht wollen, dass sie entstehen, aber sie sind da. Und ein gutes Beispiel ist, ich bin jetzt mit der Bahn hergefahren, ich habe auch extra lange Umstieg gemacht in Mannheim, aber dazu sage ich jetzt nicht mehr, weil da könnte ich nur Diskriminierendes sagen über Mannheim. Auf jeden Fall, ich weiß nicht, warum das irgendwie sehenswert sein soll. Aber auf jeden Fall, ich bin jetzt mit der Bahn gefahren und da kriegt man ja immer so Gesprächsfetzen mit. Und man hört nicht den Kontext, man hört nur so ein bisschen was, was die Leute sagen. Und jetzt stellt euch vor, ihr seid auch in der Bahn und hört so, dass jemand hinter euch sagt, bla 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 bla, jüdische Banker, bla bla bla. Und dann hört man erst mal hin und natürlich, logisch gesehen, in unseren Köpfen, wir wissen, es gibt jüdische Menschen in allen möglichen Berufen, ne, von Rockstars bis, keine Ahnung, was jetzt das Gegenteil von Rockstar ist, Journalist vielleicht. Also es gibt die in allen möglichen Bereichen und natürlich gibt es auch jüdische Menschen, die Banker sind. Wäre ja auch unfair, wenn das nicht so wäre. Also wir wissen, dass es eigentlich eine stinknormale Standardphrase ist, jüdische Banker. Aber trotzdem, wenn wir das hören, also zumindest ich wäre im Kopf so, okay, was erzählen die da gerade? Sind das jetzt irgendwelche Verschwörungstheorien? Was reden die hinter mir und so weiter? Und dann würde ich schon mal irgendwie mehr zuhören, einfach weil diese Phrase etwas auslöst.
Oder zum Beispiel das Frauenbild des Islam. Schon wenn ich das höre, ich denke sofort an, oh nee, jetzt kommt wieder irgendwelche Hetze und irgendwelche rassistische Mist und so weiter. Denke ich sofort, auch wenn es irgendwie positiv sein kann, es wurde so oft negativ konnotiert, dass das jetzt in meinem Kopf ist. Und das ist nicht nur ein kleiner Trick oder eine kleine Sache, wo wir uns erwischen, oh, ich habe eine Sache mit einer anderen assoziiert, sondern es kann auch wirklich gefährlich werden. Und es gibt ein richtig krasses Beispiel dafür, und zwar in die Media links unten. Das war so ein Forum, das war dermaßen linksradikal, dass es vom Verfassungsschutz verboten wurde und existiert jetzt nicht mehr. Aber da konnten halt alle Leute so ihre Texte reinschreiben, so Demo-Berichte oder Demo-Aufrufe oder Essays und so weiter. Es war einfach offen für alle Leute und war halt so linksradikal eingestellt. Und dann, also jetzt keine Triggerwarnung, es wird um sexualisierte Gewalt gehen. Ich heb dann die Hand, wenn es wieder fertig ist, falls jemand irgendwie die, wie heißt das, Ohren zumachen möchte. Bei diesem links unten in die Media hat eine junge Frau geschrieben, dass sie vergewaltigt wurde. Und sie hat beschrieben, dass das in der linken Szene geschah. Also sie war bei den Refugee-Demos als Unterstützerin vor Ort. Und dann ist das passiert und sie hat dann gesagt, wie ihr halt in der linken Szene viele Menschen nicht geglaubt haben, wie sie behandelt wurde und so weiter. Und sie hat das quasi angeprangert, was da rund um diese Flüchtlingsdemos passiert ist. Und dann hat sie das einfach aufgeschrieben. Und auf dieser linksradikalen Seite, wo sich alle Leute als antirassistisch sehen, gab es dann ganz viele rassistische Kommentare. Ja, die sollte man abschieben. Wir unterstützen die und dann machen die sowas und so Sachen in dieser Art. Dann haben sich noch traditionelle Medien mit eingemischt. Die Taz hat berichtet darüber, dass ein Flüchtling eine junge Aktivistin vergewaltigt hat. Die Bild hat sogar von 3 Vergewaltigungen berichtet. Ich weiß nicht, woher sie das haben. Und dann hat sich die Politik eingeschaltet, wollte diese Demos, die hatten dann auch eine Schule besetzt, wollten das räumen lassen, wollten Leute verhaften lassen und so weiter und so fort. Das ist alles eskaliert in wenigen Tagen. Und dann hat sich die junge Frau wieder gemeldet, wieder auf Indie Media etwas geschrieben, und zwar geschrieben, Leute, der Täter ist ein deutscher Helfer, der genauso wie ich da zur Unterstützung war. Es ist kein Flüchtling. Aber allein dadurch, wenn man den Text liest, sie hat wirklich nie einen geflüchteten Mann in Verbindung mit der Tat gebracht, sondern einfach dadurch, dass sie erwähnt hat, ja, es geschah während dieser Demos, nicht mal während dieser Demos, sondern quasi sie ist im Rahmen dessen aktiv. Allein dadurch, dass irgendwie das Wort Refugee in dem Text stand, irgendwo am Anfang, haben ganz viele Leute, und zwar ganz viele linksradikale Leute, diese Verbindung gemacht und sofort gedacht, dass der Täter ein geflüchteter Mann ist. Und das hätte auch schlecht enden können, weil wenn sie zum Beispiel nicht gewusst hätte, wer das gemacht hat, wie es ja bei vielen Vergewaltigungen der Fall ist, dass die Frauen zum Beispiel nicht bei Bewusstsein sind und so weiter, dann hätte auch ein Mensch irgendwie hinter Gittern landen können, obwohl das glaube ich nicht, weil wir wissen ja, wie die Justiz ist mit sexualisierten Verbrechen. Aber er hätte zumindest irgendwie verdächtigt werden können oder abgeschoben dann ganz leicht, selbst wenn er nicht verurteilt wird und so weiter. Also es hätte wirklich eskalieren können, wenn sie sich da nicht wieder zu Wort gemeldet hätte. Und das alles im Rahmen von linksradikalen Leuten. Also stellt euch mal vor, was durch die Köpfe geht von Leuten, die weniger offensiv gegen Rassismus sind und was durch die Köpfe geht von Leuten, die sogar rassistische Tendenzen haben. Okay, also jetzt ist der Teil vorbei, falls jemand nicht zuhören wollte. Und jetzt erzähle ich mal ein bisschen von Sachen, die halt nicht auf dieser inhaltlichen Ebene sind, wo Leute denken, ich werde jetzt irgendwie Begriffe abrattern, sondern Sachen, die einfach so in der Dynamik, in den Prozessen von Journalismus falsch laufen. Also zum Beispiel, es gibt bestimmte journalistische Formen, die können nicht gut enden. Also es ist einfach so. Zum Beispiel Selbsttests.
Man kann schon Selbsttests machen, wenn man zum Beispiel sagt, ja, ich versuche einen Monat ohne Plastik zu leben, ohne Plastikmüll zu produzieren oder solche Sachen. Das kann man schon testen. Da kann man am Ende dann sagen, ja, natürlich, das ist meine Perspektive. Leute, die vielleicht nicht in einer Großstadt wohnen, hätten eine andere Perspektive oder Leute, die weniger oder mehr verdienen, hätten eine andere Perspektive und so weiter. Aber das kann man machen. Das Problem beim anderen Selbsttests ist, dass man in Realitäten von Menschen schlüpft, in die man gar nicht schlüpfen kann. Zum Beispiel, man setzt sich in einen Rollstuhl und testet so, wie Stuttgart ist, wenn man irgendwie einen Rollstuhl nutzt. Und dann hat man sofort per Definition eine verzerrte Realität, weil wenn man selbst nicht jeden Tag einen Rollstuhl nutzt, wenn man nicht weiß, wie das funktioniert, dann findet man vielleicht eine bestimmte Straßenecke ganz grässlich, wo aber eigentliche rollstuhlfahrende Menschen keine Probleme damit haben oder erkennt andere Probleme nicht, die aber sehr wohl Probleme sind und so weiter. Also es führt sofort zu einer Verzerrung. Und zweitens denke ich mir so, warum müssen diese Infos gefiltert werden durch eine nicht betroffene Person? Warum kann man nicht einfach eine Kamera mitgeben einer Person, deren Lebensrealität das wirklich ist, und dann die Resultate zeigen? Sondern es muss quasi gefiltert werden, weil es gibt auch dieses Denken, ja, die Betroffenen, die sind so emotional und die sind so unobjektiv und irgendwie, wir müssen erstmal so unseren Klaas Relotius schicken wir dahin, der wird das schon alles gut checken. Und das ist halt das Problem. Und es kann so viel verzerren, nicht nur in diesem Fall, der irgendwie leicht zu verstehen ist, sondern zum Beispiel, es gibt auch oft so Kopftuchtests, wo man dann einen Tag mit Kopftuch rumspaziert. Und das Ding ist, ich habe das einmal gesehen, das war im US-Fernsehen, aber das hätte bestimmt auch in Deutschland passieren können. Die Frau hat ihr Kopftuch einfach so aufgebunden mit so einem random Knoten. So, ja, jetzt lachen schon die ersten Leute. Also das ist etwas, was, keine Ahnung, das ist eher so Style von süßen Omis auf dem Dorf, die nicht muslimisch sind. Muslimische süße Omis auf dem Dorf haben da einen anderen Style. Und so, es hat ja eine Methode, wie man das irgendwie anbindet, damit das nicht alle 5 Sekunden runterfällt. Und wenn man da nur so einen Knoten dran macht, ist schon komisch. Und dann, das war noch die Krönung bei diesem Selbsttest. Also diese Frau, die haben das mit mehreren Frauen gemacht. Eine davon hatte so einen Tanktop an, so mit Spaghetti-Halter-Dingen und so weiter. Und dann halt so dieses Knotenkopftuch. Und dann haben sie gefilmt, wie diese Frau irgendwie doof angestarrt wurde auf der Straße und haben dann gesagt, boah, ja, voll viel Rassismus hier in den USA. Und es gibt bestimmt voll viel Rassismus in den USA, haben wir auch alle bemerkt. Aber ich selbst hätte die auch angestarrt, weil so, hä, so Knotenkopftuch und so Spaghetti-Dinger, das habe ich noch nie im Leben gesehen. Also da kann man einfach total die Realität verzerren. Oder zum Beispiel, es gab ja auch so eine ganze Reality-Show, wo irgendwelche Promis eine Woche oder einen Monat oder so als Flüchtlinge gelebt haben. Die können nicht als Flüchtlinge leben. Punkt aus Ende. Also, weil es geht ja nicht darum, dass man irgendwie in ein Flüchtlingslager geht und da übernachtet. Das ist ein Campingurlaub dann. Es gibt einen Unterschied zwischen Campingurlaub und Flüchtling sein. Aber die haben das einfach gemacht und für die war halt das Harte an der ganzen Situation, oh ja, es ist so schwer hier zu schlafen und man hat ja gar keine Privatsphäre und so weiter. Alter, also ich weiß das leider aus eigener Erfahrung, so Privatsphäre, das ist so, da denkst du gar nicht dran. Null, also Privatsphäre, Datenschutz, all diese Sachen, das ist doch komplett egal, wenn du gerade am Überleben bist. Und da sieht man einfach, das bringt einfach nichts. Es verzerrt die Realität und es ist meiner Meinung nach schon so ein bisschen beleidigend, weil man halt die Leute selbst nicht einfach machen lässt und reden lässt, sondern das quasi filtern muss. Dann eine weitere journalistische Form, die
sofort problematisch ist, ist Fallschirmjournalismus. Also das ist, wenn man sich so fast wie mit einem Fallschirm einfach so reinkatapultiert in irgendein Land und dann ist man da irgendwie so 2 Wochen und nennt sich jetzt Mexiko-Experte oder noch besser Lateinamerika-Experte, gleich für Dutzende Länder ist man dann der Beste. Und dann schreibt man irgendwas und das muss schiefgehen. Also das kann gar nicht richtig gut werden, weil man kennt die Sprache nicht, man kennt die Kultur nicht, man kennt die Gesellschaft nicht, man kennt so viele kontextuelle Sachen nicht. Und dann kann man einfach nur aus einem Fehler in den anderen stolpern. Das wird aber sehr gern gemacht und der Trick dabei ist, einfach immer die Klischees und die Stereotype zu wiederholen und zu festigen. Und dann wird man auch nicht hinterfragt. Und das ist genau der Modus operandi, den Relotius hatte und warum er auch beim Spiegel jahrelang einfach rumlügen konnte, weil er halt immer übers Ausland berichtet hat und immer genau in die Klischees getappt ist und in die Klischees reinberichtet hat, die so gefestigt sind von den jeweiligen Ländern. Und wenn sich dann jemand beschwert und schreibt, hey, sorry, ich bin aus Brasilien, ich weiß, dass das nicht so ist in Brasilien, wir sind nicht alle irgendwie Drogendealer, die wild durch die Straßen rennen und so. Für die Spiegelredaktion ist es so, okay, wem glauben wir jetzt? Unserem preisgekrönten Klaas Relotius, dem Spitzenjournalisten des Landes, oder irgendeinem beleidigten Brasilianer? Der beschwert sich ja nur, weil er irgendwie denkt, sein Land wird falsch dargestellt oder negativ dargestellt. Der ist ja bestimmt nicht sachlich. Und das ist etwas, was es sehr, sehr, sehr oft gibt im deutschen Journalismus, dieses Denken von Betroffene können ja gar nicht gut berichten, können ja gar nicht sachlich sein. Und das ist eigentlich total lächerlich, weil nach dieser Logik dürften Deutsche nie über Deutschland berichten. Nach dieser Logik sollte man zu Klaus Kleber gehen und sagen, ja, also du hast hier deine subjektiven Meinungen verbreitet und bla bla bla. Also das ist eigentlich total unlogisch. Aber mit Deutschland würde man das nie sagen. Man würde nie zu einem deutschen Journalisten gehen und sowas behaupten, weil man weiß ja, nur weil jemand deutsch ist, heißt es nicht, dass er automatisch eine bestimmte Meinung hat oder eine bestimmte Sicht auf die Welt. Das ist ja kein Automatismus. Aber Menschen aus anderen Ländern, gesteht man das nicht zu. Also man denkt, okay, ja, dieser Typ aus Brasilien, der denkt bestimmt das und das, denn der ist ja Brasilianer, also ist er unobjektiv und so weiter. Also das ist ein riesen, riesen Problem. Und so eins meiner Lieblingsbeispiele dafür ist, das geht so auch ein bisschen rein in das, was man Traumaporno nennt. Den Begriff mag ich auch nicht, aber es ist so, wenn ihr das ein bisschen recherchieren wollt, dann müsstet ihr sowas googeln. Und da gibt es so 2 Brüder, ich habe ihre Namen glücklicherweise verdrängt, damit mein Hirn nicht daran denken muss, aber das sind so 2 Brüder oder sogar Zwillingsbrüder und die reisen immer quasi um die Welt für dieses Y-Kollektiv und berichten dann immer über verschiedene Länder. Und dann kamen sie an in der Zentralafrikanischen Republik, wo ein Krieg ist, und eine ganz gefährliche Situation und etwas, womit man wirklich mit Samtschuhen drüber berichten sollte. Nicht nur, weil dort Krieg ist, sondern auch, weil in Deutschland so wenig drüber berichtet wird, dass alles, was die dann berichten, einen hohen Stellenwert haben wird, weil es quasi fast die einzige Infoquelle sein wird für Menschen. Und statt sich da irgendwie maximal zu sensibilisieren, sind sie dahin gefahren, haben einfach Kameras auf irgendwie sterbende Menschen gehalten und haben schon in der Einleitung, in dem ersten Satz gesagt, hier blickt keiner durch. Und ich denke mir, hier blicken sehr wohl Menschen durch. Es gibt Experten für die Zentralafrikanische Republik, aber die habt ihr nicht gefragt, weil ihr selbst euch als Helden aufspielen wolltet. Erstens das. Und zweitens, wenn ihr schon wisst und zugibt, dass ihr nicht durchblickt, wieso wurde das gesendet? Wie ist das erlaubt? Wir würden nie erlauben, wenn es um irgendwie Medizinjournalismus, Gesundheitsjournalismus geht, dass jemand irgendwie über neue Tabletten oder so berichtet und dann sagt, ja, ich weiß jetzt nicht, ob die irgendwie toxisch sind oder was da los ist. Hier blickt keiner durch, aber ja, ich berichte mal drüber. Oder man würde nie erlauben, dass jemand zu einem, keine Ahnung, Rihanna-Interview geht und die ganze Zeit so
Sachen fragt, die eigentlich auf Beyoncé zutreffen, wo man merkt, okay, diese Person kann die zwei nicht auseinanderhalten. Das würde man nie erlauben. Aber irgendwie, sobald es um marginalisierte Gruppen geht, da kann man sich irgendwie mehr erlauben. Und das ist ein Riesenproblem. Und das, was auch bei diesem Beispiel mit der Zentralafrikanischen Republik so gefährlich ist, ist, dass, es ist ein offenes Geheimnis, aber ich sage es euch mal, viele JournalistInnen schreiben einfach voneinander ab. Also im Idealfall sollte man irgendwie mindestens zwei voneinander unabhängige Quellen haben, die das Gleiche irgendwie belegen und dann das irgendwie für jede Behauptung im Satz haben und für jede Zahl im Satz und so weiter. Aber das passiert nicht, sondern die meisten sitzen irgendwie zu Hause am Laptop oder am Handy und googeln so, was andere über das Thema geschrieben haben, und dann schustern sie sich selbst ihren eigenen Text zu diesem Thema dazu. Und das geben die auch offen zu. Also ich hatte jetzt ein Online-Beef sozusagen mit einem Podcast des SWR, Sack Reis, die eine schreckliche Folge über Bosnien gemacht haben, wo sie, wir sehen schon Menschen, die von dieser Folge Albträume haben. ja, also da wurden erstmal Sachen behauptet, die niemand behauptet. Also das ist nicht mal Fact-Checking-Fehler, sondern ich glaube, die saßen da besoffen und haben sich was ausgedacht. So, Bosnien hat drei Parlamente und drei Regierungen und so weiter. Das stimmt schlicht und einfach nicht. Und das hat auch nie jemand behauptet, außer denen. Also einfach so diese Fact-Checking-Fehler. Und dann haben sie einfach eine Genozidleugnerin über 40 Minuten lang einfach so reden lassen. Und ich habe dann denen eine Anfrage geschickt, weil ich jetzt einen Artikel drüber schreibe, weil das wirklich so phänomenal schlecht war, dass sich Medien für diese Medien interessieren mittlerweile. Und dann habe ich gefragt, was ist denn die Bosnien-Expertise der leitenden Redakteurin dieser Folge? Und dann hat mir der SWR so ganz stolz, sie dachten, sie haben sich jetzt rausgezogen aus dem Thema, sie haben mir so ganz stolz aufgezählt, welche Artikel über Bosnien die junge Frau gelesen hat. Ich denke mir so, wenn du in der Grundschule ein Referat machst und ein paar Artikel liest, schon das ist schlecht. So, dein Lehrer oder deine Lehrerin wird sagen, warum warst du nie in der Bibliothek? Ist auch eine schöne Bibliothek hier. Also das ist wirklich etwas, das geht. Also Grundschulreferatsniveau ist sowas, und zwar schlechtes Grundschulreferat. Aber das machen viele Journalisten. Es ist wirklich schockierend, wie oft die einfach voneinander abschreiben. Und dann passieren halt solche Sachen, dass wenn in so einem Bericht, in so einer Doku über die Zentralafrikanische Republik, wenn da ganz viele falsche Sachen behauptet werden, dann kommt der nächste deutsche Journalist, sieht das, behauptet das Gleiche, denkt sich, naja, okay, wenn das da irgendwie problemlos behauptet wurde, dann kann ich das ja jetzt übernehmen. Ne? Hat ja wahrscheinlich schon irgendeine Quelle, irgendeinen Beleg gab es ja da. Und übernimmt das. Und dann referieren die sich immer gegenseitig aufeinander. Also die sagen dann zum Beispiel Volksverpetzer, glaube ich. Nee, nicht Volksverpetzer, sondern wie heißen diese Leute, die jetzt ganz viel zur Ukraine machen und ganz viele Karten immer haben in der Berichterstattung. Katapult, danke, ja. Also Katapult Magazin hat die mehreren verschiedenen Angriffskriege im Gebiet von Ex-Jugoslawien, haben sie der Balkankrieg genannt. Und dann, als Leute gesagt haben, so, die Balkankriege waren vor über 100 Jahren, ich weiß nicht, warum ihr jetzt drüber redet, dann haben sie gesagt, nee, das wird auch Balkankriege genannt. Und es stimmt, es wird auch Balkankriege genannt von anderen Journalisten, die genauso wie ihr falsch liegen. Also man kann nicht einfach 10-mal den gleichen Fehler sagen und dann sagen, ja, aber andere machen das auch so. Sollte man eigentlich nicht, aber das passiert leider. Und das ist, glaube ich, einer der schockierendsten, größten Skandale im Journalismus, dass die einfach voneinander abschreiben. Und jetzt kommen wir ein bisschen zu der Ebene so, wer redet eigentlich, also wessen Stimmen werden gehört und wer ist irgendwie eingeladen, um bestimmte Communities zu repräsentieren. Das ist auch so etwas, was ganz oft nicht mit Absicht passiert, sondern
irgendein Journalist oder Journalistin bekommt einen Auftrag, irgendwas zu Ramadan zum Beispiel zu machen oder zu Bayram, zu irgendeinem muslimischen Thema, hat aber gar nicht so viele muslimische Freunde im Freundeskreis. Und was passiert dann? Ja, dann ruft man halt die lokale Moschee an oder irgendeinen, keine Ahnung, Zentralrat der Muslime und fragt, ja, können wir mit irgendwem von euch ein Interview machen? Und dann macht man das. Aber das verzerrt die Realität. Das ist so, als ob, wenn ich über Deutsche berichten würde, ich immer irgendeinen Heimatverein anrufen würde oder einen Karnevalsverein und sagen würde, oder so, was hat jetzt mit Deutschland zu tun? Jodeln vielleicht oder Lederhosen oder irgendwas. Und dann rufe ich halt eine Lederhosenfabrik an und sage so, hey, Lederhosenfabrikant, bitte erzähl mir über Deutschland. Du bist der Repräsentant von Deutschland. Also es klingt komisch, aber so ist es halt, wenn immer nur Zentralrat der Muslime angerufen wird. Weil so, es gibt viele Menschen, ich glaube sogar die meisten muslimischen Menschen in Deutschland, die nicht in irgendwelchen Vereinen organisiert sind. Leute, die in Vereinen arbeiten, in Vereinen organisiert sind, die sind ja schon mal besser verdient oder zumindest gut verdient. Sie haben einen Job, sind auch in der Regel gebildet. Wenn es jetzt wirklich explizit religiöse Vereine sind, dann sind das auch Leute, die religiöser sind als Menschen, die sich nicht in einem religiösen Verein organisieren. Ne? Das ist ja logisch. Und all diese Sachen verzerren dann das Bild. Und das muss ja jetzt nichts Schlechtes sein, weil es ist ja nichts Schlechtes, mit sehr religiösen, gebildeten, besser verdienenden Leuten zu reden und so weiter. Die sind ja auch ein Teil der muslimischen Community, aber halt nicht der Teil. Und oft passiert es mit anderen Communities, dass halt Leute einfach die Botschaft von irgendeinem Land anrufen und sagen, hey, könnt ihr mit uns reden? Ja, wen kriegt man da? Leute, die die Regierung dieses Landes repräsentieren. Also das ist eigentlich mega untragbar und skandalös, wenn eine Diaspora nicht organisiert ist, und zwar so gut organisiert ist, dass die Journalisten sofort drauf kommen, aha, es geht um, keine Ahnung, sagt mir irgendein Land. Kosovo, danke. Also wenn Sie denken, okay, es geht um Kosovo, ich kenne da total gute kosovarische Organisationen, ich rufe die an. Wenn man nicht so gut organisiert ist, dann rufen Sie die Botschaft von Kosovo an. Und im Fall von Kosovo ist das ja noch akzeptabel, weil jetzt Vefindios hier okay ist. Aber zum Beispiel, wenn Sie die bosnische Botschaft anrufen würden, Hilfe! Also das ist Katastrophe. Oder was auch ganz oft getan wird, man ruft halt irgendwelche ProfessorInnen an, von zum Beispiel, wenn es jetzt um Bosnien geht, dann ruft man irgendwie die Slawistik an. Und dann wollen sie zum Beispiel irgendetwas über aktuelle politische Entwicklungen in Bosnien wissen oder zum Beispiel etwas über den Genozid und rufen dann irgendeinen random Slawistik-Prof an. Und das ist eigentlich ein Skandal, weil stellt euch vor, ich bin in Bosnien, ich möchte für bosnische Medien etwas über, keine Ahnung, den Mauerfall oder die Stasi oder den Holocaust oder sowas berichten, etwas, was mit der deutschen Geschichte zu tun hat. Und dann rufe ich halt irgendeinen Germanistiker an und der redet dann mit mir über den Holocaust. So. Also das ist skandalös, weil das sind empfindliche Themen, da kann ich irgendeine Person, die sich vielleicht sehr gut mit Goethe und Schiller und mit Nomen und Dativ und Akkusativ und so weiter auskennt, also das ist deren Expertise und die können auch darüber sehr gut reden, aber die können doch nicht jetzt alles von Weimarer Republik bis Stasi und alles dazwischen und so weiter erklären. Die sind nicht Experten für alles, was je in Deutschland passiert ist und gerade passiert. Und wir wissen das. Aber wie gesagt, beim Ausland wird es dann wieder vergessen und dann ruft man halt irgendeinen, keine Ahnung, Romanisten an, um irgendwie über Rumänien zu reden, weil er sich mit der Sprache befasst. Also ja, das ist wirklich problematisch, was da passiert. Und dann auch eins von diesen grundfalschen Konzepten im Journalismus, die ganz oft angewendet werden, ist so False Balance oder Both-Sidism nennt man das auch, dass man so denkt, ich muss bei jedem Thema zwei Seiten abdecken und dann ist gut. Das ist so eine falsch verstandene, also da haben Sie eins der Kernkonzepte von Journalismus nicht richtig verstanden. Es stimmt, dass wenn etwas passiert ist und da sind zwei Seiten involviert,
da kann man nicht nur zu einer Seite gehen und sagen, erzähl mir mal, was passiert ist, und die andere total ignorieren, sondern dann muss man auch die andere fragen. Das stimmt. Aber das ist ja nur der Beginn der Recherche. Also es ist nicht so, dass man hingeht zu einer Person und fragt, regnet es? Und die sagt, nö. Dann geht man zu der zweiten, die sagt, ja, es regnet. Und dann macht man Feierabend und sagt, ich bin verwirrt. Eine Person sagt, dass es regnet, und die andere sagt, nein. Sondern man öffnet das Fenster, man ruft vielleicht einen Meteorologen an, man, keine Ahnung, streckt die Hand raus, man macht irgendetwas, um zu erfahren, ob es regnet. Und dann berichtet man, ob es regnet oder nicht. Und die Person, die dann das Gegenteil von der Wahrheit berichtet hat, da kann man gern das Zitat noch reinnehmen, aber kritisch reinnehmen und klar machen, dass die Person nicht im Recht ist. Aber stattdessen, das hat man vor allem am Anfang der Erweiterung des Ukraine-Kriegs gesehen. Ich sage immer Erweiterung, weil der läuft ja schon seit 2014, was auch vergessen wurde am Anfang. Das hat man am Anfang ganz oft gesehen, dass einfach, ja, also die ukrainische Regierung sagt das und die russische sagt das. Und ich gehe jetzt Feierabend machen, tschüssi. So, dann könnte man doch einfach bei Twitter der ukrainischen Regierung folgen und der russischen. Wozu braucht man dann Medien, wenn die nicht der Sache auf den Grund gehen und rausfinden, was jetzt stimmt? Und das haben wir ganz, ganz oft, diesen Both-Sidism. Und nicht nur Both-Sidism in dieser Bedeutung, dass man einfach so Sachen aufeinander klatscht und sagt, ich weiß nicht, was passiert ist, sondern das kann ja auch zu Genozidleugnung und Relativierung führen. Also zum Beispiel, wenn es um Bosnien geht, die UN haben schon vor langer Zeit festgelegt, die haben ein Dokument rausgebracht, wo auf über 64.000 Seiten alle bekannten Kriegsverbrechen in Bosnien detailliert aufgezählt und analysiert wurden. Und dann haben sie nach dieser knallharten, jahrelangen Recherche festgestellt, dass 95% aller Kriegsverbrechen in Bosnien von der serbischen Seite begangen wurden, 4% von der kroatischen und 1% von allen anderen zusammengezählt. Und dann kommen deutsche Medien und sagen, oh, da war irgendwas, ich weiß nicht, was da war, alle Seiten haben Kriegsverbrechen begangen, Feierabend. Das kann man nicht machen, weil das ist eine krasse, krasse, krasse Verharmlosung von Genozid. Und es steht auch in keinem Verhältnis zu der Realität. Das ist, als ob ich sagen würde, ja, Städte sind so Tokio, Shanghai, New York, Istanbul und Bugoyno. So, also das ist so ridiculous. Oder Pforzheim oder was gibt's da? Also, ja, jetzt lacht ihr. Bugoyno war viel lustiger, aber es kennt keiner. Vielleicht hat jeder gelacht. Aber auf jeden Fall so, es ist einfach, es ist so technically true. Ja, alle Seiten haben Kriegsverbrechen begangen, aber es repräsentiert die Realität nicht so richtig. Und es muss kontextualisiert werden, was es aber dann meistens nicht wird. Und dann kommen wir jetzt ein bisschen mehr auf die inhaltliche Ebene. Und zwar, was wird unsichtbar gemacht? Manchmal sehen wir so Titel wie zum Beispiel wurde zusammengeschlagen, weil er seinen Freund umarmt hat. Also kann mir da jemand sagen, was da unsichtbar gemacht wird? Ja? Genau, ja. Genau, ja, perfekt. Also genau das ist das Problem. Da wird halt die Homophobie, die dahinter steckt, komplett unsichtbar gemacht. Sondern ja, also diese Person, die angegriffen wurde, die zusammengeschlagen wurde, da wird jetzt nicht direkt gesagt, dass die das Problem ist. Und ich glaube, die meisten Journalisten denken auch nicht, dass das Opfer in der Situation das Problem ist. Aber trotzdem wird es so irgendwie gesagt oder geschrieben, ja, er wurde zusammengeschlagen, weil er seinen Freund umarmt hat. Oder sie wurde ermordet wegen Kopftuch. Sie wurde nicht ermordet wegen Kopftuch. Es gibt Millionen Frauen weltweit, die mit einem Kopftuch weiter am Leben sind. Sie wurde ermordet wegen einem Rassisten, der aggressiv ist und der sie ermorden wollte. Und das wird halt unsichtbar gemacht. Oder auch in so Fällen wie zum Beispiel, wenn man sagt, wurde also Frau getötet, weil sie ihn ablehnte.
Also ein Mann, ein Mörder hat eine Frau getötet, weil sie ihn ablehnte. Das ist wieder dieses, weil sie etwas getan hat. Und außerdem wird dann Gewalt gegen Frauen oder Femizide werden unsichtbar gemacht. Und wir könnten jetzt hier rumspazieren durch die Fußgängerzone und die meisten Leute würden nicht mal wissen, was ein Femizid ist. Dabei geschehen so viele Morde an Frauen in Deutschland und weltweit. Und es ist ein Riesenproblem. Aber dieses Problem, was ja auch einen Namen hat, wird in den Medien nicht benannt. Und dann gibt es auch weniger Problembewusstsein und natürlich auch weniger Geld und weniger Förderung für die Organisationen, die sich dagegen einsetzen. Und dann auch ein anderes Beispiel für dieses Unsichtbarmachen ist zum Beispiel so Titel wie hat das Studium absolviert, obwohl sie blind ist. Also da haben wir wieder die gleichen Probleme, plus dieses, obwohl sie blind ist. Die Blindheit einer Person ändert ja nichts daran, ob sie jetzt talentiert ist für ihr Studium, ob sie motiviert ist, ob sie irgendwie einen bestimmten Prof total hasst und da nicht zu den Vorlesungen gehen will und so weiter. Also es gibt ja Sachen, die absolut nichts mit Blindsein zu tun haben, aber irgendwie auf ein erfolgreiches Studium hinwirken oder da entgegenwirken. Und das Einzige, was bei einer blinden Person anders ist, wenn sie studiert, ist halt Behindertenfeindlichkeit und all diese Sachen, die ihr in den Weg gelegt werden. Dass zum Beispiel manche Profs nicht erlauben, dass die Vorlesungen aufgenommen werden, dass man sie später nachhören kann. Oder dass die Bibliotheken nicht genug Literatur haben oder keine Screenreader oder nicht zugänglich sind und so weiter und so fort. Oder dass man zum Beispiel schlechtere Chancen auf Praktika hat, wenn man eine Behinderung hat. Und all diese Sachen, das sind die Dinge, über die man reden muss, wenn man darüber schreibt, dass eine Person mit Behinderung erfolgreich ein Studium abgeschlossen hat. Und das wird halt dann unsichtbar gemacht, wie in diesen Beispielen zuvor. Und dann haben wir auch das Umgekehrte, weil immer, wenn mir so etwas einfällt, dann denke ich, aha, funktioniert das auch umgekehrt so. Und oft habe ich recht. Also, das ist, wenn etwas unsichtbar gemacht wird. Aber dann gibt es auch, wenn etwas zu sichtbar gemacht wird. Also, da ist zum Beispiel so, mein liebstes Beispiel ist Kriminalität. Ich glaube, ihr wisst schon, in welche Richtung es gehen wird. Ratet mal, in welche Richtung es gehen wird. Clans, ah, ja, ja, Clans und generell so Ausländerkriminalität. Und also es gibt Studien, eine Studie von der Makromedia Universität Köln, die haben das mal alles irgendwie runtergezählt und analysiert und haben festgestellt, dass in Zeitungen die Nationalität eines Täters 32-fach öfter erwähnt wird, als es dem realen Anteil entspricht, wenn es ein migrantischer Täter ist. Also wenn es zum Beispiel ein, keine Ahnung, Peruaner hat irgendwie Mist gebaut, das wird 32-fach öfter erwähnt, als es wirklich in der Realität ist. Und dann haben die Leute auch einen Eindruck, dass das 32-fach öfter passiert und dass die meisten Verbrechen oder ein Großteil der Verbrechen von Menschen mit Migrationshintergrund oder Ausländern auch verübt werden, obwohl das gar nicht stimmt. Und bei Menschen ohne Migrationshintergrund wird das fast nie überhaupt erwähnt. Also fast nie liest man irgendwie, Deutscher hat seine Frau erschossen. Was teilweise auch ein bisschen Logik hat, weil die meisten Leute in Deutschland Deutsche sind. Aber auch wenn sie Deutsche sind mit Migrationshintergrund, dann wird es ja trotzdem erwähnt. Und also das ist ja nicht nur das ist das Problem, weil das haben, glaube ich, schon viele Menschen bemerkt, dass es da eine Ungerechtigkeit gibt, sondern das Problem ist auch, wie diese Kriminellen benannt werden. Also zum Beispiel, ein Bulgare baut Mist, dann wird geschrieben oder diskutiert in den Kommentaren, Bulgare, keine Ahnung, schlägt seinen Nachbar zusammen. Dann geht es um das Land. Wenn dann zum Beispiel jemand aus, keine Ahnung, aus Kongo etwas Schlimmes macht, dann ist sofort Afrikaner. Afrikaner hat seinen Nachbarn zusammengeschlagen. Also der ganze Kontinent wird genommen. Wenn zum Beispiel eine Person aus Malaysia etwas Schlimmes machen würde, was, glaube ich, nie in der Geschichte der Menschheit passiert ist, die sind sehr coole Leute, aber stellen wir uns das mal vor, falls das vorstellbar ist.
Irgendeine Person aus Malaysia, vielleicht hat sie bosnischen Migrationshintergrund, und hat halt dann irgendwie Mist gebaut. Und dann wäre es in vielen Kreisen, selbst wenn Redaktionen vielleicht nicht so weit gehen würden, ist es schon in den Köpfen der Leute festgelegt, dass man dann in den Kommentarspalten sofort lesen würde, Moslem, der Moslem hat seinen Nachbar verprügelt und so weiter. Also wir sehen, bei den Bulgaren ist es die Nationalität, Bulgare. Bei dem, was hatte ich, Kongolesen ist es Afrikaner, sofort der ganze Kontinent. Beim Bulgaren ist es aber nicht Europäer, hat seinen Nachbar verprügelt. Haha. Oder Christ hat seinen Nachbar verprügelt. Das ist es auch nicht. Sondern man nimmt sich quasi die Gruppe, die gerade am entferntesten scheint. Und das sieht man auch ganz gut an Tschetschenen. Denn ich habe mal Tschetschenen gegoogelt, so um mir die Nachrichten und die Medienbeiträge anzusehen. Literally alles, was je in deutschen Medien geschrieben wurde, zumindest in den letzten, ich glaube so 4 Jahren oder so, habe ich diese Spanne gemacht, literally alles ist negativ. Außer ein Artikel, in dem sich eine Journalistin gefragt hat, warum wird immer so negativ über Tschetschenen berichtet? Alles andere ist so, die sind kriminell, die sind Terroristen, die sind nicht integriert und so weiter und so fort. Und da frage ich mich, warum wird da Tschetschenen geschrieben? Weil da könnte man auch schreiben Europäer, man könnte auch schreiben Staatsbürger Russlands. Und klar ist das eine komplexe Situation mit Russland und Tschetschenien. Aber das gilt ja für sehr viele Länder und für sehr viele ethnische Gruppen. Und trotzdem, wenn ein Afghane irgendwie Mist baut, wird nicht geschrieben, Hazara hat Mist gebaut, sondern Afghane hat Mist gebaut. Aber bei Tschetschenen wird irgendwie immer die Ethnizität genommen. Und da möchte ich dem gerne auf den Grund gehen, was das Problem Deutschlands mit Tschetschenen ist. Es ist sehr creepy. Und da werden auch teilweise Sachen konstruiert, die gar keine Probleme sind. Und so wird dann wirklich rassistische Hetze betrieben. Also ich habe, ich glaube, das war die Berliner Zeitung, da habe ich einen Artikel gelesen, Tschetschenen heiraten, Großeinsatz der Polizei. Also schon im Titel sieht man so, es wird so eine logische Verbindung dargestellt zwischen, aha, Tschetschenen heiraten, sofort muss das Großeinsatz der Polizei sein. Und wenn man dann den Artikel liest, dann merkt man, so ein paar Leute waren aus Hamburg auf dem Weg nach Berlin zu einer Hochzeit und sind dann zu schnell gefahren und haben Knöllchen bekommen. Und es war wirklich ein Großeinsatz der Polizei, aber statt das zu kritisieren, dass da die Polizei mit, ich glaube, 16 Polizisten angerückt ist, um einfach eine, ihr seid zu schnell gefahren, Kontrolle zu machen, statt das irgendwie zu skandalisieren und was ist hier mit unseren Steuergeldern und was ist mit wirklichen Verbrechen und so weiter und so fort, statt die Polizei irgendwie auseinanderzunehmen, das ist auch ein großes Problem im Journalismus, dass einfach Polizeimeldungen übernommen werden unkritisch. Und dann haben sie halt so einfach diesen Artikel drüber geschrieben, dass diese Leute irgendwie zu schnell gefahren sind und ganz viel Polizei musste aufrücken. Und dann am Ende haben sie noch dazu geschrieben, nach unseren Erkenntnissen steht dieser Polizeieinsatz nicht in Verbindung mit dem Irgendwas-Clan, der irgendwie von Tschetschenen ist. Also es steht nicht in Verbindung. Es hat nichts damit zu tun, aber das sind halt Tschetschenen und diese Leute sind auch Tschetschenen. Also müssen wir das jetzt in Verbindung bringen. Und seht ihr, was hier passiert ist? Eigentlich ist nichts passiert. Leute sind von Hamburg nach Berlin gefahren, sind ein bisschen zu schnell gefahren. Die Polizei hat überreagiert. Die Journalisten haben daraus gemacht, Tschetschenen heiraten, Großeinsatz der Polizei und am Ende kommt noch Clankriminalität. Also das ist, so stellt euch das mal vor mit einer anderen Gruppe, so Franzosen heiraten, Großeinsatz der Polizei. Und dann schreibt man irgendwie drüber und dann am Ende, ja, nach unseren Erkenntnissen steht das nicht in Verbindung zu den Kolonialverbrechen in Algerien. So, was ist hier los? Es ist einfach ridiculous manchmal, dass man einfach etwas übersetzen könnte im Kopf und es wäre lächerlich, aber die meisten JournalistInnen machen sich halt dann nicht den Job, das zu übersetzen, leider. Also das ist, wenn etwas zu sichtbar gemacht wird. Eine andere Methode von etwas zu sichtbar machen ist, wenn man so in Stereotype und in Klischees reinhaut. Das hatten wir gerade mit Relotius schon ein bisschen besprochen.
Aber da gibt es auch so kleinere Beispiele, die manchmal so nebenbei passieren. Zum Beispiel im ZDF ging es so um irgendeine Sportweltmeisterschaft, die in Singapur stattfand. Und da hat die Journalistin irgendwie junge Menschen in Singapur geinterviewt. Und dann hat sie geschrieben über einen der jungen Sportler dort, der schmächtige für einen Asiaten hochgewachsene Mann. Und ich denke mir, also schon in diesem Halbsatz ist so viel. Also erstens, es kann ja sein, dass dieser eine von Milliarden asiatischen Menschen auf der Welt wirklich schmächtig ist. Kann ja sein. Aber das ist so ein oft gelesenes, gesehenes, oft irgendwie reproduziertes rassistisches Vorurteil von schmächtigen asiatischen Männern, die ja gar nicht so maskulin sind und so weiter. Warum muss man dann da reinhauen und den jungen Mann so beschreiben, dass er schmächtig ist, selbst wenn er es ist? Man kann sich was anderes aussuchen, um nicht in diese Stereotype reinzuhauen. Und dann, obwohl der gleiche junge Mann in einem anderen Teil nicht in den Stereotyp passt, dann schreibt sie nicht so, ja, er ist hoch oder er ist groß oder er ist halt so standardgroß, durchschnittlich groß und so weiter, sondern für einen Asiaten hochgewachsen. Also es ist so, als ob diese Journalistin da reingegangen ist mit so einer Liste von Stereotypen über asiatische Menschen und einfach gedacht hat so, also okay, hier passt er rein, so werde ich ihn beschreiben, hier passt er nicht rein, also sage ich, für einen Asiaten passt er aber da nicht rein und so weiter. Und das ist halt sehr, sehr problematisch, weil wir müssen immer uns bewusst machen, was für rassistische Klischees und ableistische und sexistische und transfeindliche und so weiter schon existieren und dann da nicht reinhauen und die nicht weiter stärken. Ich habe ja gerade gesagt, so, ich suche mir gern Gegenteile aus, um zu gucken, ob ich Recht habe, weil ich mag es gern, Recht zu haben. Und dann finde ich mehr Beispiele, wo ich Recht habe. Also Fact-Checking. Es gibt ja so auch das Gegenteil. Also wenn quasi Fakten als Wahrnehmung dargestellt werden und Fakten so einfach irgendwie verwässert werden. Das habe ich zum Beispiel beim RBB gesehen, als eine junge Journalistin ganz am Anfang der Invasion über die Ukraine berichtet hat und dann gesagt hat, ja, also die ukrainische Regierung betrachtet die Gebiete im Osten als ihr eigenes Territorium. Und ich dachte mir, die betrachten das nicht, das ist einfach so. Was bist du hier, Putin? Was ist los? Literally niemand außer Russland und diesen Leuten selbst hat sie anerkannt. Du kannst doch nicht sagen, ja, die betrachten das als irgendwie ihr Staatsgebiet. Und dann ziehen die sowas ab, aber bei echten, real existierenden Ländern, zum Beispiel Kosovo, dann sind sie immer so vorsichtig und ich weiß nicht, was ich mit Kosovo schreibe und so weiter. Und ich denke mir, Deutschland hat Kosovo anerkannt. Punkt, aufs Ende, was willst du? Es gibt nichts zu diskutieren. Aber bei solchen Sachen, die keine Anerkennung haben, ist dann so plötzlich, ja, also die Ukraine meint, dass das ihr Staatsgebiet ist. Also das ist auch ein Weg, wie man irgendwie aus Fakten Wahrnehmung macht. Oder ich habe mal einen langen Beitrag gemacht über die Konzentrationslager in Prijedor in Bosnien. Das ist ein Teil des bosnischen Genozids, also des Genozids an BosniakInnen. Und dann habe ich extra, sind zwei Überlebende nach Berlin gekommen, haben mit mir geredet den ganzen Tag, haben alte Wunden aufgerissen, haben sich Archivmaterial aus den Konzentrationslagern angeguckt und wirklich ihr Bestes gegeben, dass das ein guter Beitrag wird. Und ich habe auch mein Bestes gegeben und es wurde ein guter Beitrag. Und dann wurde er anmoderiert mit den Worten, Anfang der 90er mussten alle Nicht-Serben in Bosnien ihre Oberarme mit weißen Bändern markieren und ihre Häuser mit weißen Flaggen. Und dann wurden sie in, wie Sie sagen, Konzentrationslager deportiert. Du kannst doch nicht sagen, wie Sie sagen. Es ist nicht, wie Sie sagen, sondern das sind historische Fakten, belegt vom Internationalen Tribunal in Den Haag. Belegt mit literally Millionen, ich übertreibe nicht, sondern wirklich Millionen von Seiten von Beweisen, die sagen, es gab in Bosnien Konzentrationslager, Vergewaltigungslager und Todeslager. Und dann kommt irgendeine Friederike, die da Moderatorin war, und sagt einfach, wie Sie sagen. Stellt euch vor, was für ein skandalöser Satz das wäre, wenn man das über ein anderes Konzentrationslager gesagt wäre.
das geht doch einfach nicht. Ich habe mich dann natürlich beschwert und dann ist nichts draus geworden, wie das sonst so ist. Aber das war so schlimm. Ich habe mich geschämt, den Beitrag den zwei Überlebenden zu zeigen, weil er so anmoderiert wurde. Der wurde direkt auf die ganze Arbeit ihr wisst schon was. Naja, also das oder zum Beispiel, generell das Thema Genozid ist in deutschen Medien sehr schwer. Also da gibt es nicht so viel Verständnis, was das überhaupt ist bei vielen Redaktionen. Sie kennen so die Basics nicht. Und dann habe ich beim Spiegel einen Satz gelesen, der wird auch, irgendwann werde ich den verarbeiten, so therapiemäßig, weil der wirklich schlecht war. Und werde wahrscheinlich einen ganzen Artikel drüber schreiben müssen. Der Satz war, die uigurische Minderheit in China fühlt sich von den Han-Chinesen diskriminiert. Also erstmal, was uns allen auffällt, die fühlen sich nicht diskriminiert, sondern sie werden exterminiert. Also sie werden vernichtet. Es ist kein Gefühl, es sind Fakten wieder und es ist keine Diskriminierung, es ist Vernichtung. Und das zweite Niveau von Schlimmheit, es ist nicht von Han-Chinesen, sondern vom chinesischen Staat. Das ist staatliche Gewalt. Und das ist ein sehr wichtiger Punkt, nicht nur für die historische Verarbeitung und für jetzige Verarbeitung, für Gesetze, für Strafgerichte und so weiter, sondern generell ist das ein wichtiger Punkt, weil man kann Genozide nicht als irgendwie so interethnische Streitereien darstellen. Weil dann Leute, die wenig Ahnung haben, werden sagen, naja, ich weiß nicht, also da ist so irgendwie Wort gegen Wort, die Uiguren behaupten eine Sache, die Han-Chinesen behaupten eine andere Sache, wer bin ich am anderen Ende der Welt, um das zu entscheiden? Aber nein, so ist es nicht. Wir haben eine ethnische Gruppe und wir haben eine Regierung, die bekannt dafür ist, auf Menschenrechten rumzutrampeln. Und das wird halt total irgendwie weggeworfen. Und der Genozid wird relativiert und so runtergeschraubt. Plus es ist auch beleidigend für viele Han-Chinesen, die sehr wohl gegen den Genozid sind. Weil immer wenn man auf einer uigurischen Demo ist, sind da auch Leute aus Hongkong dabei. Und die sind ethnisch Han-Chinesisch. Also es ist gar kein ethnischer Konflikt, sondern es ist eine staatliche Gewalt. Und das ist sehr wichtig zu verstehen, weil damals in Bosnien, hat jemand was gesagt? Ah, okay. Also damals in Bosnien, das war ja auch ein Angriffskrieg Serbiens gegen Bosnien. Das waren mehrere verschiedene Angriffskriege. Also die haben Kosovo angegriffen, dann Slowenien, dann Bosnien, dann wieder Kosovo mit einem richtigen Krieg diesmal und nicht nur blutig Demonstrationen runtermachen. Und es wird aber dargestellt als der jugoslawische Bürgerkrieg, obwohl es Jugoslawien gar nicht mehr gab zu dem Zeitpunkt, als Bosnien angegriffen wurde und Kosovo auch zum zweiten Mal. Und dann hat man halt so eine größere Hürde, wenn man nicht weiß, okay, da kämpfen Menschengruppen gegen Menschengruppen, wer bin ich, um zu entscheiden, was da los ist. Und das ist genau das, was dieser Spiegelsatz gemacht hat, als er das auf Ethnizität runtergebrochen hat. Statt zu sagen, der chinesische Staat vernichtet eine ganze Gruppe, plus Tibetaner auch. Also ja, das ist dieses Fakten als Wahrnehmung darstellen. Und generell zu Genozid, ich habe es ja gerade schon ein bisschen angedeutet, wie schlimm da berichtet wird. Aber da können wir auch andere Arten von Problemen sehen. Zum Beispiel, dieses Beispiel, das jetzt kommt, das war nicht mal in irgendwie Spiegel oder Zeit Online oder so, das war überall. Also ich glaube, das kam irgendwie von der dpa, irgendwer hat sich das in der dpa so zurechtgelegt und dann wurde das einfach unkritisch von allen Redaktionen, also jede Redaktion, die darüber berichtet hat, hat das so übernommen. Niemand ist auf die Idee gekommen, dass da was falsch ist. Und jetzt gucken wir mal, ob ihr auf die Idee kommt, was da falsch sein könnte. Also es wurde berichtet über den Genozid an den Rohingya in Myanmar. Und dann stand ganz am Ende des Texts, das mehrheitlich muslimische Gambia möchte Myanmar wegen Genozid anklagen beim Internationalen Strafgerichtshof. Und Kanada und Italien wollen sich dem anschließen. Also merkt ihr, was hier falsch läuft? Ich sehe schlecht, ihr könnt einfach reinschreien, falls jemand... Das ist nicht mehrheitlich muslimische Kanada und... Genau, bingo, ja, das ist es.
Also warum wird geschrieben, das mehrheitlich muslimische Gambia will da irgendwie die Initiative starten und Kanada und Italien werden nicht als mehrheitlich christlich beschrieben? Weil es ist ein Genozid an Muslimen und wenn man schreibt, das mehrheitlich muslimische Gambia, dann ist es in den Köpfen der Leute, die das lesen, so, ah ja, ja, ich weiß nicht so richtig, was in Myanmar passiert, kann ich ja auch nicht wissen, das ist ganz weit weg und so. Aber da wird irgendwas Muslimen angetan und die einzigen, die ihnen beistehen, sind halt Muslime und ja, Kanada und Italien. Aber es gibt nicht diesen Extrasatz von, ja, die nicht-muslimischen, die christlichen Kanada und Italien oder meinetwegen atheistischen. Also das wird nicht explizit gesagt. Da muss man erst mal selbst analysieren, um drauf zu kommen. Und die meisten Leute machen das dann nicht in der Hektik und in der Schnelle, sondern man liest so, ah ja, irgendwelche Muslime wollen irgendwelchen Muslimen beistehen. Und wer weiß, die sind ja dann auch so voreingenommen und betrachten die Situation auch vielleicht gar nicht objektiv und so weiter. Und das ist auch eine Abwertung Gambias, statt zu sagen, wow, endlich ein Land des globalen Südens nimmt Initiative und wird irgendwie zum Vorreiter für Menschenrechte in dem internationalen Rechtssystem. Statt das zu sagen, ist so, ja, ja, diese Moslems wollen da irgendwas anderes für Moslems machen. Und das war sehr, sehr, sehr enttäuschend, als ich das gelesen habe. Und ich habe es halt überall gelesen, in allen deutschen Medien, die darüber berichtet haben. Naja, und so weiter und so fort. Ich könnte lange, lange erzählen, aber ich würde sagen, wir können jetzt noch so eine Fragerunde machen, weil wir müssen um 9 leider weg sein. Also falls jemand Fragen hat oder Kommentare oder sowas, dann könnt ihr fragen. Dankeschön. Vielen Dank. Entschuldigung, vielleicht eine kleine Bitte, deshalb gehe ich es hier gerade hervor. Das Ganze wird ja aufgezeichnet und damit auch die Fragen aufgezeichnet werden könnten, wäre es gut, wenn die Frager hinten an das Mikrofon gehen könnten, dann vielleicht auch sich entsprechend anstellen, haben wir auch gleich die Reihenfolge, wer drankommt, wäre ganz gut, sonst kann man auch reinwerfen, aber es wäre nicht schlecht, da verstehen alle und können wir vor allem alles aufzeichnen, sofern das gewünscht wird. Aber ansonsten jetzt Diskussion. Einfach mal an. Also vielen Dank für den tollen Vortrag. Ich bin ein großer Fan von dir. Ich wollte einmal fragen, was deine Ideen für junge Journalistinnen sind. Also was fehlt bisher in der Ausbildung oder was würdest du einfach mit an die Hand geben wollen? Mhm. Ja, also es fehlt halt, dass die Ausbildung auch durchgesetzt wird teilweise, weil, wie ich schon gesagt habe, so, man wüsste eigentlich, dass man Sachen aus 2 verschiedenen unabhängigen Quellen nachprüfen muss mindestens und so weiter und so fort. Aber dann schreiben die halt alle voneinander ab. Also das ist etwas, was auch in der Ausbildung schon erklärt wird, dass das nicht okay ist. Aber dann machen die Leute es trotzdem. Also erstens, dass da mehr drauf geachtet wird, was man überhaupt gelernt hat. Und zweitens, dass also eigentlich sollten alle JournalistInnen und auch nicht nur Angehende, sondern auch Leute, die teilweise schon 30 Jahre den Beruf machen, sollten eigentlich ein bisschen sich mit dem Thema befassen, vielleicht mir Geld geben, damit ich ihnen einen Workshop halte. Oder jemand anders kann es ja auch machen, muss ja nicht ich sein. Aber wirklich, man muss manchmal so erklären, diese Sachen, die ich gerade aufgezählt habe, so die Dynamiken, nicht nur die Dynamiken, bei denen irgendwie Beiträge entstehen, sondern auch in Redaktionen. Also zum Beispiel diese Sache, dass Betroffene als unobjektiv gesehen werden, das ist ein Riesenproblem. Da könnte ich jetzt stundenlang drüber reden, was da passiert. Also zum Beispiel, ich kann mich nicht zurückhalten, ich werde jetzt das sagen. Das ist mein Lieblingsbeispiel ever für, wie schlimm es teilweise ist im deutschen Journalismus. Mir hat ein Kollege einen Film geschickt und hat mir geschrieben, ich hätte gern dein Feedback als Expertin zu meinem neuen Film.
dann gucke ich mir das an und dann hat er irgendwie etwas geschrieben wie, ja, Kosovo ist ja eine Provinz von Serbien und deshalb werden Leute aus Kosovo nach Serbien abgeschoben und so weiter und so, irgendwie total falsch. Und dann habe ich ihm gesagt, das stimmt alles nicht, was du da geschrieben hast und einfach so ein bisschen Fact-Checking gemacht. Und er antwortet mir, es tut mir leid, falls du dich verletzt fühlst. Und das Ding ist, warum sollte ich mich verletzt fühlen? Weil ich bin aus Bosnien, ich habe nichts mit Kosovo zu tun, es ist ein anderes Land, andere Sprache, andere Ethnie, andere Kultur. Es gibt noch zwei andere Länder zwischen uns. Ich war nie da, ich bräuchte ein Visum, um da hinzugehen. Um das Visum zu bekommen, müsste ich erstmal nach Albanien gehen, weil wir nicht mal eine Botschaft von Kosovo haben. Und so weiter. Also nichts gegen Kosovo ist wahrscheinlich wunderschön, soweit ich von Google Images sehen kann, weil ich ja nie da sein konnte. Aber warum sollte ich irgendwie verletzt sein? Ich bin nicht verletzt, sondern in dem Moment, wo ich ihn auf faktische Fehler hinweise, statt ihn unkritisch abzufeiern und zu sagen, super Kollege, hast du super gemacht, in dem Moment werde ich von, ich möchte gern dein Feedback als Expertin, degradiert zu, es tut mir leid, falls du dich verletzt fühlst. Und das ist halt, vor allem die hören nicht auf ihre eigenen Fakten. So, und es ist auch so egal, weil wenn ich ihn darauf hingewiesen hätte, dass er zum Beispiel gesagt hat, ja, Köln ist die Hauptstadt von Belgien oder sowas, dann wäre er mir nicht mit sowas gekommen, sondern er hätte das korrigiert, weil solche Fehler werden ernst genommen. Aber wenn man etwas falsch schreibt übers Ausland, insbesondere über solche Länder, die weniger beachtet werden, die jetzt nicht USA oder Frankreich oder so sind, dann kann man das einfach so schreiben. Also das ist immer noch online. Der hat mir später dann, weil ich habe da natürlich weitergemacht und so, und der hat mir dann später geschrieben, ja, es stimmt, ich habe nochmal nachgesehen und ich zitiere, tatsächlich ist alles in diesem Teil des Films falsch. Alles einfach. Und der steht immer noch online und der will nichts korrigieren. In den Kommentaren sind Dutzende Kosovo-Albaner, die schreiben, was ist los mit dir? Aber so nett. Nicht alle nett, aber das kann ich auch verstehen. Und das wird einfach nicht korrigiert. Oder zum Beispiel, ja, ich war auch in einer Redaktion, wo sie so eine Mappe von Europa hatten und da war Kosovo nicht drauf und ich habe gesagt, ja, da ist Kosovo nicht drauf. Und dann hat die Redakteurin gesagt, ja, da guckt ja keiner hin. Also das zeigt, was für eine Zielgruppe die vor den Augen haben und warum sie diese Fehler erlauben. Weil sie einfach nicht interessiert daran sind, einen guten, gründlichen Job zu machen zu bestimmten Themen. Weil sie denken, ah ja, die Leute, die sich dafür interessieren, die haben sowieso nicht die Macht, mir irgendwie einen Shitstorm zu bescheren. Aber jetzt haben sie so wohl die Macht. Also ja, aber da war noch eine Frage hier, glaube ich. Als erste Frage. Oder ich kann auch, wenn es zu umständlich ist, da immer zum Mikro zu gehen, kann ich auch die Fragen wiederholen für den Livestream. Genau, ja. Ja, das ist auch ein Riesenproblem. Also man denkt sich das immer, als ob das so abstrakte Prozesse sind. Aber nee, da sitzt ja irgendein Herbert Schmidt oder was auch immer und sagt, ah, okay, das schreiben wir, das veröffentlichen wir. Dieser Text von Klaas Relotius, der kommt in den Spiegel, der ist super. Und dieser Leserbrief diese Leserbriefe von irgendwie 30 Menschen aus Peru, die schreiben, hey, das stimmt gar nicht, die werden wir ignorieren. Also das ist auch ein riesiges Problem, dass die Redaktionen sehr wenig irgendwie kritikbereit sind. Also die gehen sofort in Angriffsmodus und sofort wollen die sich irgendwie wehren und wollen die teilweise die Realität irgendwie umdrehen, damit es so passt, wie sie das berichtet haben, statt einfach zu sagen, stimmt, es war ein Fehler, wir korrigieren es. Und das ist halt auch ein Klima, das im Journalismus herrscht. Also es ist nicht nur freie Journalisten,
die wollen auch manchmal gute Arbeit machen, aber die Redaktion möchte bestimmte Klischees bestätigt haben. Also zum Beispiel, das ist jetzt gar nicht mal etwas, was irgendwie auf Diskriminierung abzielt in allen Fällen, sondern es ist einfach so eine Verkaufslogik. Zum Beispiel freie Journalisten müssen ja zu einer Redaktion gehen und sagen, hallo, ich habe einen Artikel über das und das, und dann guckt die Redaktion, ob sie den haben will oder nicht. Und dann muss das Resultat quasi schon vorgeschrieben sein, weil man kann nicht sagen, ja, ich möchte einfach irgendwas über Muslime berichten und dann willst du den Artikel haben oder nein, das geht nicht, sondern man muss schon ein Resultat haben. Und dann zum Beispiel, stellen wir uns vor, irgendein Typ möchte über, jetzt bin ich dekonzentriert. Sorry. Ist alle Angst vor mir? Macht. Also zum Beispiel, ein Kollege von mir, der hat vom Tagesspiegel in Berlin, das ist so eine Berliner Lokalzeitung, den Auftrag bekommen. So ein Redakteur meinte, oh Gott, Waschsalons sind voll faszinierend. Ich glaube, in Waschsalons ist das richtige Berlin, das echte Berlin. Und der Kollege meinte, okay. Und dann musste er 4 Tage in random Waschsalons abhängen, um irgendwie eine Geschichte zu finden. Und dann kam er zurück zur Redaktion und meinte, es passiert nichts. So Leute bringen ihre schmutzige Wäsche hin und bezahlen und gehen wieder. Aber nee, diese Redaktion war so, nein, nein, das ist das echte Berlin und so weiter. Die hatten halt etwas vor den Augen und wollten das bestätigt bekommen. Und genauso ist es, wenn ich jetzt zu einer Redaktion gehe und sage, oh, die alte Brücke von Mostar, die war zerstört, aber jetzt ist sie wieder aufgebaut und sie verbindet den muslimischen Teil der Stadt mit dem katholischen Teil der Stadt. Friede, Freude, Eierkuchen, gebt mir euer Geld. Das wird funktionieren, aber wenn man sich eine Mappe von Mostar anguckt, die Brücke ist halt komplett zu 100% und noch ein paar Kilometer Umkreis drumherum im sogenannten muslimischen Teil der Stadt. Die verbindet nichts. Aber es ist leichter zu verkaufen, wenn man es so sagt. Oder zum Beispiel, wenn ein Journalist oder eine Journalistin findet irgendwie eine junge Frau mit Kopftuch, die Basketball spielt. Und dann geht er zur Redaktion und sagt, Ursula, ich habe voll die geile Story. Da ist irgendeine junge Frau, die hat Kopftuch und die spielt Basketball und das ist irgendwie ihr Weg, sich gegen Unterdrückung zu wehren durch den Basketball und so weiter. Und Ursula sagt, ja super, und wir machen das. Und dann geht er zu ihrem Basketballtraining und sie sagt, hä, was willst du? Ich mache einfach Basketball. It ain't that deep. So, es ist jetzt nicht so kompliziert. Das kann er jetzt nicht machen. Er kann ja nicht zurückgehen zu der Redaktion und sagen, sorry, wir haben das ganze Geld verschwendet. Ihr habt mich bezahlt einen Tag, ihr habt den Kameramann bezahlt, ihr habt den Tonmann bezahlt, ihr habt jetzt 5.000 Euro verloren, weil ich nicht gecheckt habe, was da los ist. Das kann er nicht machen, sondern er stellt ihr suggestive Fragen, dass sie so ein bisschen antwortet, wie er möchte. Dann holt er noch so einen selbsternannten Islam-Experten, der erzählt, dass irgendwann vor 30 Jahren in einem Dorf in Pakistan was verboten war, Basketball zu spielen, und dann macht er irgendwie daraus Kontext für Deutschland und so weiter. Also das sind die Sachen, die abgehen. Deshalb, ja, es stimmt, Redaktionen sind da auch verantwortlich. Ich labere wirklich zu viel. Ich werde jetzt kürzer machen, damit wir mehr Fragen haben können. Gibt es noch Fragen? Ah ja, und für den Livestream, ich habe es vergessen zu wiederholen. Also die Frage war einfach, Redaktionen sind auch verantwortlich. Ja, stimmt. Nicht nur freie Journalisten. Ich habe noch eine Frage. Ich bin jetzt hier ans Mikro gekommen. Danke erstmal für den wertvollen Input und die Einsichten. Ich habe, glaube ich, 2 Fragen. Vielleicht kannst du mir auch helfen, das ein bisschen auseinander zu primeln. Die eine Frage wäre, ich bin regelmäßig überfordert mit so Presseanfragen. Also wie kann man als betroffene Gruppe irgendwie umgehen mit Presseanfragen. Ich habe da so ein bisschen immer das Dilemma,
auf der einen Seite dieses, also als eigene Stimme sprechen zu wollen und vielleicht auch was Eigenes zu erzählen zu möchten und sichtbar zu werden als betroffene Gruppe, die Stimme zu haben, und gleichzeitig aber selten kommt es an, also ist so ein Misstrauen da, wie wird es dargestellt, welches Narrativ wird verwendet und so weiter und so fort, sodass ich so eine Distanz entwickelt habe zu den klassischen Medien und da eigentlich eher absage, weil ich die Erfahrung gemacht habe, da kommt selten das raus, was ich eigentlich gemeint habe. Also wie kann man damit umgehen, mit diesem Presseanfang, diesem Dilemma, einfach wie auf der einen Seite sichtbar sein zu wollen und auch die eigene Stimme zu haben und auf der anderen Seite eben doch immer in diesen Dynamiken irgendwie verwickelt zu sein. Plus das andere ist, was hältst du von, also was für Möglichkeiten siehst du, diese Narrative zu beeinflussen, welche Handlungsmöglichkeiten, Strategien gibt es als Marginalisierte, aber eben vielleicht auch als Leserschaft, als Zuhörerschaft, als Konsumierende von Medien und Journalismus, da mitzuwirken oder da irgendwie einen Einfluss drauf zu nehmen, hin zu gutem, besseren Recherchen und Journalismus. Das ist irgendwie, weil das jetzt gerade so one way ist irgendwie, man liest das Ganze und dann wird einem irgendwie übel dabei, aber man kann irgendwie, also was kann man machen? Ja, also zur ersten Frage, das ist wirklich schwierig, weil natürlich würde es irgendwie Methoden geben, wie man rausfinden kann, was deren Absichten ist und wie man sie irgendwie fragen kann, ein paar Fragen, die man stellen kann, um zu sehen, wie sie berichten werden und so weiter. Aber am Ende des Tages können die einfach lügen. Also die können sagen, ja, wir sind hier, um, keine Ahnung, ein bisschen zu zeigen, dass eure Projekte toll sind und bla bla bla, und dann einfach das Gegenteil machen. Also man kann immer Sachen umdrehen, nachdem man schon weg ist vom Drehort. Also deshalb ist es schwierig. Ich würde sagen, das beste Tool, das man hat, ist dramatische Pause. Ist diese Einverständniserklärung. Also man muss ja, vor allem für Fernsehen und Radio, muss man immer so eine Einverständniserklärung unterschreiben, dass man wirklich dann gesendet werden darf, die Bilder und der Ton und so weiter. Und ich würde das nie unterschreiben, bis nicht der Drehtag vorbei ist. Und auch da würde ich sagen, okay, ich unterschreibe das jetzt, aber ich möchte bitte den Beitrag sehen, bevor er gesendet wird. Den Rohschnitt möchte ich sehen. Und ich werde nicht Einfluss auf eure Arbeit nehmen. Ich weiß, dass das nicht mein Job ist und so weiter. Aber ich möchte einfach sehen, wie ich dargestellt werde. Und wenn das total entgegen der Realität ist, dann mache ich da nicht mit. Also ich bin jetzt zum Beispiel in einer Doku und ich habe die Einverständniserklärung. Ich habe gesagt, schreibt da bitte rein, weil da wird es auch ein Teil über den Genozid an Bosniaken gehen. Schreibt da rein, dass ich euren Text Korrektur lesen soll. Und wenn ich das gemacht habe und wenn euer Text über den Genozid an Bosniaken korrekt ist, dann kann ich da mitmachen, sonst könnt ihr eure Drehtage wegschmeißen. Und so, man muss sie ein bisschen erpressen. Aber ich weiß, dass das natürlich nicht jeder Verein und jede kleine Organisation kann. Aber einfach denen von Anfang an zu wissen geben, wir wissen und wir hatten schlechte Erfahrungen mit Medien. Man muss ja gar nicht so antagonistisch sein, sondern einfach, okay, ich stelle dich jetzt nicht unter Generalverdacht, vielleicht bist du super, aber wir hatten schon viele schlechte Erfahrungen mit Medien und mit Journalisten, wo Sachen verdreht wurden. Deshalb will ich erstmal mit dir ausführlicher reden, da könnten sie auch wieder lügen. Aber deshalb will ich auch die Einverständniserklärung erst später lesen und ich will auch meine Zitate abchecken lassen. Also dass wirklich alles, wo du zitiert wirst, richtig ist. Nicht, dass die dir Worte in den Mund legen. Und auch sagt, du willst den Kontext drumherum auch kennen. Also nicht, dass die irgendwie durch den Kontext was Schlechtes da hinzuzaubern. Und das ist sehr anstrengend und manche werden dann nicht mitmachen. Aber ich denke mir so, die Leute, die sofort so schnäppig reagieren, die wollten dann was falsch darstellen und du hast ihren Plan kaputt gemacht. Also die Leute, die dann Verständnis dafür haben und auf dich eingehen und sagen, ja, ja, ich kann dir das noch schicken davor und so weiter, denen kann man eher vertrauen. Und die zweite Frage war, wie können wir als Zuschauer oder LeserInnen und so weiter, ich vergesse immer zu gendern, sorry, aber wie können wir irgendwie entgegenwirken?
Ich würde sagen, da gibt es leider nicht so viele gute Methoden, weil man muss wirklich in der Zahl groß sein, damit sich was bewegt. Also man muss wirklich ständig hinterherlaufen und einfach bestimmte Sachen thematisieren. One by one muss man wirklich alles Stück für Stück erklären. Also zum Beispiel, es hat Tage gedauert, als jetzt die Invasion auf die Ukraine begann, es hat Tage gedauert, bis Medien aufgehört haben zu schreiben, der erste Krieg in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg, was einfach faktisch falsch ist. Also das hätte nie passieren sollen, erstens. Aber das hat Tage gedauert, bis man durch endlose Shitstorms und Kritik das irgendwie rausbekommen hat aus den Medien. Und so muss man dann immer vorgehen, immer kritisieren, immer dem nachrennen und auch das öffentlich machen. Weil es bringt nichts, haben wir ja beim Spiegel gesehen, wenn irgendwie ganz viele Leute da Leserbriefe hinschreiben, die dann einfach ignoriert werden, sondern man muss alles öffentlich machen. Man muss auf den Social-Media-Seiten, auf den Webseiten dieser Redaktionen und so weiter und so fort öffentlich kommentieren, das und das, was ihr gemacht habt, ist falsch und es ist falsch, weil. Sodass auch Leute, die es nicht checken, die nicht wissen, was da der Fehler ist, das nachvollziehen können und dann auf eure Seite gehen. Und dann auch immer mit journalistischer Professionalität argumentieren und nicht mit Betroffenheit oder, oh, wie könnt ihr das machen, jetzt sind ganz viele Leute diskriminiert von euch und so weiter. Denn leider ist das denen egal, sondern einfach, es ist journalistisch, es ist einfach faktisch falsch, was ihr hier behauptet, fact check wrong. Oder zum Beispiel, es wurde nicht sauber recherchiert. Oder hier werden Sachen in einen Kontext gestellt, die gar nichts miteinander zu tun haben und so weiter und so fort. Also einfach so ein bisschen mit Professionalität argumentieren, öffentlich und in großen Nummern. Und das ist das Einzige, was dann funktioniert. Aber es funktioniert wirklich, weil wir denken immer, wir haben wenig Macht. Aber ich weiß von so hinter den Kulissen, dass wirklich Redaktionen nicht dran gewöhnt sind, so harte, gute Kritik zu bekommen. Sie sind daran gewöhnt, dass ihnen irgendein Typ mit, keine Ahnung, Kreuzritter-Profilbild schreibt, ihr tragt bei zur Umvolkung, so, und dann ignorieren die den und das ist Ende der Geschichte. Aber sie sind nicht daran gewöhnt, dass sie gute Kritik bekommen und sich dann rechtfertigen müssen öffentlich. Und dann sind die in Panik. Vor allem, wenn sie noch eine Presseanfrage bekommen, als ich da beim SWR eine Presseanfrage hingeschickt habe. Die sind auseinandergeflogen alle. Also deshalb müssen wir das irgendwie immer öffentlich machen und dranbleiben. Nur wenn ich wie Shakira aussehe. Was ist der Unterschied zwischen einer journalistischen Frage und einer echten Frage? Eine journalistische Frage und eine echte Frage? Ja, also ich weiß nicht, in welchem Kontext, habe ich selbst nicht gehört. Aber also suggestive Fragen. Ja, also das ist eigentlich das Gegenteil von dem, was man im Rechtswesen und als Anwalt und so machen sollte. Also da darf man nicht so suggestive Fragen stellen, weil in Gerichtsprozessen, wenn es um Gerechtigkeit geht, da wissen wir, dass man auch mit Fragen lenken kann. Und so, wenn man schon eine Behauptung in die Frage mit reinbaut und so zum Beispiel statt zu fragen, was ist dein Lieblingsessen, frage ich einfach, warum liebst du Bananenbrot so sehr? Also das ist schon so suggestiv. Und das ist zum Beispiel bei Gerichtsprozessen verboten, weil man weiß, dass das die Realität umkehren kann. Aber im Journalismus ist das nicht nur nicht verboten, sondern gern gesehen. Also, dass man quasi das Gespräch lenkt mit den Fragen. Und das ist eigentlich auch ein bisschen fraglich, ob das gut ist, weil das wird sogar in Journalistenschulen so beigebracht. Ja, du solltest mit den Fragen das Gespräch lenken und so weiter. Aber dann kriegt man vielleicht am Ende ein ganz anderes Resultat, als man eigentlich haben wollte. Und ich hatte das auch mal, als ich vor 10 Jahren in einer Doku war. Ich habe da noch in Bosnien gelebt und dann kam das deutsche Fernsehen und wollte irgendwie eine Doku machen
über das Thema, das man immer macht, wenn man keine Ahnung von einem Land hat, nämlich, was denkt die Jugend dieses Landes über das Land? Das ist wirklich so abgedroschen. Und dann haben die auch mich interviewt und ein paar andere Leute und so weiter. Und ich habe schon gemerkt, dass die voll die Suggestivfragen stellen. Nämlich so, ja, denkst du, dass die Leute in Bosnien, also die jungen Menschen, dass die sich zu sehr beschweren und dass die einfach sich mehr Mühe geben sollten und so weiter und solche Sachen. Und dann habe ich natürlich gesagt, nein und so. Und am Ende, als die Doku zusammengeschnitten wurde, haben sie so, das so zusammengeschnitten, dass meine Antwort auf dieses, nee, die Leute hier sind nicht faul und so, wurde so genommen, als ob ich eine von den Faulen bin und uns rechtfertige. Und dann haben sie das irgendwie gezeigt. Und dann sofort, nachdem mein Teil fertig war, haben sie eine andere Frau gezeigt und haben dann, ja, und dann haben sie noch zusammengeschnitten, wie ich mich irgendwie über die Situation in Bosnien beschwere, weil damals war es wirklich schwer, einen Job zu finden. Also es gab nicht mal Jobanzeigen. Wie kann man dann einen Job finden? Und für Jugendliche war die Arbeitslosigkeit, also die Arbeitslosenquote, 81%. Also es ist nicht so, dass 81% von uns faul sind, sondern es gibt keine Jobs. Und das habe ich alles erzählt und dann haben die das so zusammengeschnitten und dann direkt nach mir gesagt, ich weiß nicht, wie sie hieß, vielleicht Adela oder so, Adela beschwert sich nicht. Sie ist 41 und arbeitet in bla bla bla. Ja, Junge, sie ist 41, ich war 19. Sie hat einen Job, was willst du von mir? So. Und dann haben sie so das dargestellt, als ob ich voll die faule Sau bin. Aber das Ding ist, zu dem Zeitpunkt war ich eigentlich schon krasser drauf als diese Journalisten. Weil das war die Abschlussarbeit von dem Volo-Studiengang des RBB, des Berliner Fernsehens. Und ich war schon ein Jahr davor, deshalb kannten die mich auch, hatte ich ein Projekt bei dieser Journalistenschule gemacht als freie Journalistin, nicht als Auszubildende, sondern als freie Journalistin, die aus dem Ausland zu Besuch ist. Deshalb kannten die mich. Und die stellen mich da als irgendwie faule junge Frau, die nichts will. Und dann aber diese über 40-Jährige, die ist erfolgreich. So. Also das ist halt mit diesen Suggestivfragen, man kann da alles erreichen, was man möchte. Ja, das ist auch wirklich ein Problem. Also nochmal, um die Frage zu wiederholen für den Livestream, wie kann man irgendwie den Journalismus positiv beeinflussen, dass solche Dinge nicht mehr passieren, aber ohne in die Pressefreiheit einzugreifen? Also das ist wirklich problematisch, da müsste man härter eingreifen, weil das, was zum Beispiel jetzt passiert ist, es gibt Selbstregulierung. Also es gibt immer staatliche Regulierung von Journalismus oder Selbstregulierung. Und es gibt natürlich gute Argumente, warum staatliche Regulierung schlecht ist. Aber ich glaube, die greifen eher bei so Staaten wie China und so weiter. Ich glaube, in Deutschland, natürlich machen wir uns nichts vor, hier gibt es auch so staatlichen Einfluss und negativen staatlichen Einfluss und so weiter. Aber ich glaube, man könnte schon vertrauen, dass es eine unabhängige Stelle gibt, die ein bisschen mehr Macht hat und dann auf die auf Journalismus Einfluss nimmt, nur im Sinne von Strafen, wenn etwas wirklich falsch läuft. Ich glaube, da könnte man schon in Deutschland darauf vertrauen, dass sowas nicht über bestimmte Grenzen gehen würde, der Pressefreiheit. Weil das, was wir jetzt haben, ist halt diese Selbstregulierung. Und das bedeutet, wenn etwas ganz schief läuft, so schlecht, dass jemand das anmeldet beim Presserat zum Beispiel und sagt, hier, diese Leute haben das und das falsch behauptet.
Und der Presserat guckt sich das dann an. In den meisten Fällen wird es einfach ignoriert. In manchen Fällen, wenn es wirklich krass ist, spricht der Presserat eine Rüge aus und sagt dann, hey, ihr müsst eine Korrektur veröffentlichen oder ihr werdet gerügt, ihr seid ganz böse und so weiter. Vielleicht gibt es ein kleines, keine Ahnung, Sträfchen und so. Aber that's it. Also die Bild wurde mittlerweile, ich weiß gar nicht, wie oft vom Presserat gerügt und bestraft und alles Mögliche. Aber die machen halt einfach weiter, weil die haben genug Geld, um diese Strafen einfach zu bezahlen und weiterzumachen. Und reale Konsequenzen haben sie nicht. Aber eigentlich hätte man so ein System etablieren sollen, irgendwie, wie es ja in sozialen Medien manchmal besser ist, dass so Leute, wenn sie ganz oft lügen, dass sie dann so Disclaimer drunter posten müssen, so Fact-Check-Disclaimer oder das ist eine Seite, die der russischen Regierung naheliegt oder sowas. Also sogar bei sozialen Medien, diese kleinen Warnungen haben einen größeren Effekt, als wenn irgendwann mal auf irgendeiner Seite ganz am Ende der Zeitung in kleiner Schrift steht, ah, übrigens, letztes Mal haben wir was falsch geschrieben, jetzt korrigieren wir es. Oder es wird auch gar nicht teilweise geschrieben, was sie korrigieren, weil zum Beispiel beim Deutschlandfunk, als die ganz viele falsche Sachen mal, ich weiß gar nicht, was ich da, irgendwas habe ich mich beschwert, aber ich weiß nicht mehr was. Auf jeden Fall bin ich dann auf deren Korrekturenseite gegangen und da waren die Korrekturen gar nicht korrigiert, sondern die haben zum Beispiel Sachen geschrieben wie, ja, in der letzten Sendung vom 11. März haben wir eine inhaltliche Korrektur vorgenommen oder haben wir eine Zahl verändert oder haben wir einen Namen falsch ausgesprochen und so weiter. Also man, wenn man das Falsche gehört hat, wird man nicht wissen, was jetzt da das Richtige ist. Und das ist ein Riesenproblem. Und deshalb, ich würde sagen, von dieser Selbstregulierung muss man weg und man muss wirklich eine Stelle haben, die harte, harte Strafen ausspricht für sowas und auch ständig. Gibt es da noch eine Frage? Oder? Ich finde keine Fragen. Also wir müssen uns nicht sklavisch an die 21 Uhr, die wir schon ein bisschen überschritten haben, halten. Wir können schon noch ein bisschen weitermachen, aber andererseits rum. Muss auch nicht. Wenn keine Fragen mehr da sind im Moment, ja, dann würde ich mich einfach ganz, ganz, ganz herzlich bedanken für den tollen Vortrag, für den Praxisbezug, für den Kontextbezug, aber auch für die Möglichkeiten, die geschildert worden sind, was dagegen zu machen. Denn ich denke, das ist eine Situation, da ist jeder von uns, also nicht nur die, wo schreiben, sondern auch diejenigen, die lesen bzw. die sehen, aufgefordert, hier also dafür zu sorgen, dass sich da einiges ändert, mal ganz simpel gesagt, ohne jetzt hier in die Einzelheiten zu gehen. Jedenfalls toller Vortrag, viele, viele Dank. Viel Mut bei der weiteren Arbeit, die ja nicht nur am Vortragen besteht, sondern auch am Kämpfen, am sich dagegen wehren. Und da wünsche ich weiterhin ja, viel Durchhaltevermögen. Insofern schönen Abend noch und kommt gut heim. Applaus